Der Bruder fragt, was ist der Unterschied zwischen einer islamischen Bank und einer normalen Bank? Eigentlich sollte eine islamische Bank auch islamisch sein, und zwar nicht nur mit dem Namen. Verhimmt? Schaut mal, liebe Geschwister. Alhamdulillah, wir haben etwas Wirtschaft studiert, insofern können wir ein bisschen mitreden. Schaut mal. Keine Bank wird hier in Deutschland oder in Europa etabliert, außer dass sie Auflagen erfüllen muss. Sind diese Auflagen nach der Scharia? Was denkt ihr? Ja, dann wollen wir weiterreden. Wollen wir weiterreden? Brauchen wir nicht weiterzureden. Es gibt Geschwister, ich sage zu denen, Allah yahdikum, nicht mal in Saudiya, in Saudi-Arabien gibt es islamische Banken. Und dann erwartet ihr in Deutschland, in Neukölln eine islamische Bank? Ja, subhanallah, in Saudi-Arabien haben wir keine islamischen Banken.